Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Opa spielt Minecraft. Ich wünsche euch viel Spaß. Es klappt auch mit dem Aufstehen, wir waren also lange genug hier. So, das ist der Fernseher. Hier in weißer Wolle gehalten, von HSPLP gebaut. Ja. Dann geht es also wieder zurück. Mal so ein bisschen hier rumlaufen. Die Wege, die man nicht so kennt, die ich selten gehe, das ist zum Beispiel dieser Weg hier, den gehe ich relativ selten. Ne? Ja, ist ja gut. So, was haben wir jetzt alles? Wir haben also Schienen, das heißt, wir wollten also den Bahnhof bauen da. Ist hier jetzt genug ausgeleuchtet eigentlich? Ich hoffe mal. Aber wir können hier noch ein bisschen was leuchten. Ist kein Problem. So, da sind wir wieder. Also die Station wollten wir bauen da oben. Und zwar werden wir das hier erstmal ein bisschen abreißen. Habe ich noch gar keine Bretter gelegt. Fehlt da noch viel? Das ist die ganze Reihe dann. Na gut. Wir können sie ja unten wieder aufsammeln, wenn wir was vergessen. So, da wollten wir das ja alles in Holz bauen, hätte ich gesagt. Zumindest dann ab hier. Machen wir erstmal hier unten zu. So, und dann geht's hier weiter. So war das gedacht. Na, dann geht es hier um die Kurve. Hey, schon wieder alle. Und dann bauen wir hier erstmal zu. Und dann geht es also hier rum. So, und jetzt muss ich erstmal sehen, wir brauchen, sag ich mal, 3x3 Platz. Ist das richtig? Also, wir haben, dann hier geht es dann tiefer, dann haben wir dann das. Ja, ich glaube, das reicht aus. Oder mache ich lieber 4x4, das reicht auf jeden Fall. So, 4x4, ne? 1, 2, 3, 4. Und dann gehen wir hier wieder rum. Ist das richtig mit 4x4? Ne, da müssen wir noch ein bisschen weiter ausholen. Naja, wir müssen jetzt hier erstmal. Also. Sowieso runtergehen. Machen wir das mal hier. Dass wir hier runtergehen. Erstmal einen runter und dann noch einen runter.
So, jetzt muss ich erstmal den richtigen Ansatzpunkt finden. Da sind wir. So, da geht es dann runter in die Wanne rein. In der Wanne haben wir ja dann einen. Ich gehe erstmal runter und hole die Holzblöcke wieder hoch. Ach, und die anderen Blöcke alle hier. Ist da einer wegteleportiert worden? Kann man sich eigentlich auch so teleportieren? Man da jetzt was drauf schmeißt. Tatsächlich. So, das war jetzt natürlich. Also man kann sich auch mit Fernbedienung da weg teleportieren. Ist ja ein Ding. Okay, gehen wir wieder hoch. Und bauen an der Station weiter. Wir brauchen also hier noch einen. Und dann müssen wir hier die Biege machen. So, ne, so rum. Okay, das sind dann natürlich schon mehr als vier. Das ist aber Platz genug. Dann haben wir hier unten ja, das ist Antriebsschiene, das auch. Ach, so, dann haben wir hier unten ja ganz normale Schiene einmal. Dann haben wir zweimal Antriebsschiene und der Rest ist wieder normal. Das sollte eigentlich bis dahin dann ausreichen. Ja, was natürlich nicht ausreicht, sind die Schienen. Oder haben wir noch welche? Nein. Okay, dann gehen wir mal schnell wieder zurück. Ja, ihr stellt euch mal vor, ich würde das jetzt alles mit der Eisenbahn fahren. Da werden sich aber Leute freuen, die sehen, dass das hat jetzt. Aber das hatte ich mir ja auch schon gedacht, dass man da sowas baut. Zumindest jetzt für die längeren Strecken im Ort selber geht das natürlich noch prima, dass man da. Also wenn ich jetzt hier hinten hin zum Beispiel fahre auf den Neuberg oder so oder hinten auf den. Auf die andere Siedlung da hinten, da kann man das natürlich noch gut mit der Bahn machen, auch wenn es ein bisschen weiter weg ist. Aber das da ganz hin ist natürlich dann doch deutlich zu weit. Das gebe ich zu. So, dann brauchen wir noch Schienen. Es ist trotzdem immer eine Rennerei. Ist klar. So. Dann bauen wir hier mal weiter. Jetzt kommen dann die Knöpfchen dahin. Also, da müssen wir dann hier einmal die Eichenholzbretter hinsetzen. Diese hier.
Und zwar machen wir dann hier Knöpfchen dran. Das heißt, dieser Knopf sollte dann das anschalten. Genau. Und dieser Knopf sollte das anschalten. Ist richtig. Der mittlere Knopf soll dann beide anschalten, was natürlich jetzt noch nicht geht. Dazu müssen wir erstmal verkabeln. Das geht aber ratzfatz, sag ich mal. Also, wo ist jetzt unser Redstone? Redstone sitzt hier. Das war's schon. Jetzt gehen beide an. Das ist genau diese geniale Schaltung von Heroini oder Power, besser gesagt. Ja, ich muss das ja immer wiederholen. Das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen hier, diese Idee, sondern die hat Heroini in seinem Let's Play zum ersten Mal erwähnt. Also für mich jetzt zum ersten Mal erwähnt und auf die Idee hat ihn sein lieber Kollege Power gebracht. Oder machen wir mal, damit wir das hier so ein bisschen abgrenzen von dem anderen, dass wir hier mal drei, damit man die Knöpfe besser sieht, versteht ihr? Also ist einfach nur ein bisschen eine praktische Idee, denn die Knöpfe siehst du wirklich nicht auf dem. So ist es schon besser. So, dann mache ich hier nämlich dann zu. Theoretisch ging es auch schon einen früher. So, das ist also die kleinste mögliche Schaltung, die wir da haben. Wir können das noch ein bisschen zumachen, weil wir dann ja hier nicht mehr rein müssen. So, noch mal gucken, ob das jetzt alles klappt. Also hier geht die linke Bahn an, hier geht die rechte Bahn an und hier geht die beide Bahnen an. Wenn man jetzt also von hier kommt, hier einfährt und hier hält, ja, und wieder zurück möchte, was macht man dann? Es ist ja hier, wenn sie eingeschaltet ist, eine Beschleunigung, aber wenn sie nicht eingeschaltet ist, eine Bremse. Das heißt, ich komme hier rein, werde hier abgebremst. Wenn ich jetzt zurückfahren will, muss ich darüber hin. Also schalte ich hier an, werde ein kurzes Stück hier rüber gefahren und da wird gleich wieder abgebremst. Wenn ich jetzt hier schalten würde, würde ich wieder nur bis da kommen. Wenn ich jetzt aber das schalte, dann schalten sich beide an. Ich werde hier durchgebeamt und dann fahre ich wieder zurück. Das ist das ganze Geheimnis. Also es ist kein Geheimnis. So, und hier machen wir dann unsere Station hin. Die Treppe können wir dann ein bisschen verschieben. Da können wir auch zwei draus machen, die wir dann vielleicht direkt an der Wand lang führen. Die Wand kommt ja dann hier hin. Genau, dann machen wir hier zwei direkt an der Wand da hoch. Lass mal das beides ein bisschen rüberschieben. Und dann haben wir hier unseren Wagen jeweils stehen. Hier geht es dann hoch. Wir brauchen wieder, ja, wir brauchen sehr viel Holz, ja. Aber so ist das nun mal. So, und das müssen wir mal zubauen. Denn wir wollen ja dann wirklich nur hier dieses Teilstück sehen. Für den Rest sollen sich die... Da soll ja keiner auf den fahrenden Wagen aufspringen und so. Versteht ihr? Also müssen wir hier zumachen. Hopsa. Wie hoch muss das Tor eigentlich sein? Also zwei auf jeden Fall, ist klar. Vielleicht reicht aber schon einer. So, hier machen wir auch zu. Wir können hier vielleicht Glas hinsetzen oder was in die Mitte. Jetzt
So, das reicht auf jeden Fall hier. Als Einfahrt. Hier machen wir auch zu, denn hier sollen die Leute ja auch nicht aufspringen. Hier ist ja dann abgeschlossen. Hier kommt ja, glaube ich, hier machen wir eine richtige Wand sowieso dann dahin, dass wir das Gebäude hier zwei teilen. Einmal die Station und dann den öffentlichen Bereich, der auch für Nicht-Stationsleute zugänglich ist. Und wir können dann hier oben, sag ich mal, wir verlegen jetzt diese Treppe, machen wir das doch gleich mal. Und zwar, wie viel haben wir noch? 6er? Okay, das reicht. Wenn wir dann da wieder abkloppen. So, der kommt dann wieder weg. Ei, das war zu viel. Natürlich. Aber der kommt weg. Und das machen wir doch lieber von oben. So, dann haben wir hier die nächste Treppe. Und damit keiner runterfällt, werden wir die Treppen natürlich schön einkapseln hier. Entweder mit Holz oder vielleicht mit Geländern, das weiß ich jetzt noch nicht. Machen wir es erstmal so. Okay, hier machen wir auf jeden Fall dicht. Ach, machen wir hier auch zu, wo wir da schon mal dabei sind. So, dann haben wir also hier die Treppe zur Station. Dann können wir hier eigentlich zumachen. Der Eingang zur Station ja dann da unten ist. Und den Teleporter bauen wir dann. Hier können wir dann irgendwie einen anderen Bereich noch machen. Zugang erfolgt natürlich dann über eine andere Treppe, die wir jetzt noch nicht haben. Oh, so, da muss ich hier doch noch mal aufkloppen. Sonst habe ich mir ja den Rückweg verbaut. Wir machen da noch so eine Treppe hoch. Den Teleporter können wir dann ja hier hinsetzen. Das bietet sich ja an. Den können wir zum Beispiel da rein setzen, den Teleporter, und dann machen wir davor unsere Drittstufe hin. Nicht wahr? So, was wollte ich jetzt hier? Erstmal gar nichts. So ist das schon mal okay. Da können wir das hier nämlich auch überdachen irgendwie. Da braucht ja dann auch keiner mehr rein. Man kann, da das hier abgeschlossen ist, auch sowieso kein Türchen dahin machen. Also
machen wir das mal zu. Und da kommt sowieso kein Monster hin, weil da ja Redstone liegt. Aber ich bin trotzdem immer fürs Ausfackeln. Oder machen wir die Fackeln mal hier hin. So auf die Seiten. Das ist dann vielleicht ein bisschen besser. So, dann machen wir jetzt dicht. Dann ist das alles schön abgeschlossen, hermetisch. Unser Schaltraum, die Schaltung, da sieht man nichts mehr von. Prima. Ja. So, hier machen wir dann, wie gesagt, Treppenaufgang. Hier machen wir zu. Was machen wir hier mal? Ich glaube, hier machen wir noch so einen Pfosten, so eine Pfostenreihe hoch hin. Denke ich mal, das kommt dann irgendwie besser rüber. Pfosten habe ich gesagt. Sowas hier. Wo sind die anderen? Haben wir keinen mehr. Echt, also es ist schon Wahnsinn, was wir hier an Zeugs verbraten. Da kommt der Mond, das heißt, wir müssen jetzt schnell ins Bett. So, machen wir das erstmal zu. Dann hier schnell runter. Nacht. Das war die heutige Folge von Opa spielt Minecraft. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss und bye bye, euer Norbert vom Kanal Opa spielt.